Hallo meine lieben Sammys. Ja, es war mal wieder soweit. Dieses Jahr am 18.08.2018, was für eine schöne Schnapszahl, war mal wieder das Modellpferdefest Bensheim. Dieses Jahr leider in einer anderen Halle wie sonst, da anscheinend die Lautertalhalle baufällig geworden ist und deshalb ganz dringend ein Ersatz her musste. Und deshalb waren wir in der Heidenberghalle und ja, es war dieses Jahr ein bisschen kuscheliger als sonst, aber ich kann nicht sagen, dass das einen Abzug getan hat. Ich fand, die Show war dieses Jahr wirklich gut gemacht. Ich fand es auch gut, dass die Besucher nicht mehr in den Showring durften und ständig die Pferde ablichten durften, weil es da in den vergangenen Jahren eben auch öfters mal zu Problemen kam, weil eben Besucher die Pferde auf den Tischen durch Unvorsichtigkeit umgestoßen haben. Das fand ich gar nicht schlecht und die Teilnehmer der Show, die durften natürlich trotzdem den Ring betreten. Das mussten sie ja. Sie mussten ja ihre Pferde aufbauen. Aber ich möchte gar nicht zu viel jetzt schon darüber verlieren, denn meine Reflexion möchte ich an das Ende packen. Und fangen wir einfach erstmal an mit den Preisen, die ich auf der Live-Show abgeräumt habe. Und zwar wären das einerseits etwas, auf das ich wirklich sehr, sehr stolz bin. Und zwar hat mein Vivaldi-Diorama, das 4 Jahreszeiten mit Vivaldi-Diorama, hat den ersten Platz abgeräumt. Und ich bin einfach so stolz. Ich werde euch jetzt während des Videos noch ein paar Clips von dem Diorama einblenden, weil ich das jetzt später dann schön aufbauen möchte. Und dann werde ich quasi ein paar schöne Kamerafahrten über das Diorama für euch machen, damit ihr da ein bisschen einen Einblick habt, wie das Ganze ausgesehen hat, als ich es aufgebaut hatte. Und ja, das Vivaldi-Diorama war mein kleines Schaukelpferd in den letzten Monaten und ich bin wirklich stolz, dass sich die Mühe und Arbeit, die ich hineingesteckt habe, sich wirklich gelohnt haben. Of you now, though my memory's turning bleak. I'm still walking this road, though my knees they are ever so weak. I never thanked you for putting your faith up I'm like me, yeah. And wherever you are, I think it's who you were meant to be. Children of summer, we're meant to be free. Honey, we're not like the other, no reason to be. Lady, there's fire in our lungs, so it's too hot to breathe. Lover, I live for the day you and I turn to me. Die zweite Platzierung, die ich gemacht habe dieses Jahr, ist leider nicht mehr unter meinen Pferden. Leider. Ich werde euch trotzdem jetzt ein kleines Foto einblenden, denn der liebe Cola hat einen dritten Platz bei den Appies gemacht. Und er wohnt jetzt bei Anja, also Why Not Repaints. Und da wird er es in ihrer Konga sicherlich unheimlich gut haben. Ich bin wirklich stolz darauf, dass der Kleine unter meinem Pinsel entstanden ist und dass er trotz der heftigen Konkurrenz so eine gute Platzierung abgeräumt hat. Weiter ging es mit diesem hübschen Kerlchen hier. Einige, die mich auf Instagram verfolgen, die wissen, wie er heißt. Das ist mein Eldorado. Er ist ein Cast aus dem Briar Black Tie Affair. Und ich habe ihm quasi den Hals ein bisschen runtergekastet, neue Mähne, neuer Schweif. Und jetzt ist er zu einem hübschen Partbred Arabian geworden. Ein Mix aus American Saddlebred und Araber. So, und er hat in seiner Klasse den 5. Platz geholt. Und da waren noch wesentlich mehr Pferde drin. Und ich bin echt stolz drauf, dass er da doch so gut abgeschnitten hat. Obwohl er natürlich seine kleinen Makel hat, aber ich liebe ihn trotzdem. Weil
er halt mein erstes richtiges großes Briarcast ist in der Art mit Hals und so weiter. Ich habe noch nie einen Briar derart zerschnippelt wie ihn. Also ist das auf jeden Fall schon mal echt was Tolles, dass ich da so abgeräumt habe. Das nächste Pferd, das bei mir eine Platzierung geholt hat, ist meine C73. Sie hat einen 5. Platz errungen in ihrer Klasse. Ich muss dringend noch den Bauch bei ihr ein bisschen cleverer lösen, denn er ist einfach nur dreckig, wie man sieht. Und vielleicht finde ich irgendwann eine bessere Lösung dafür. Aber bis jetzt hat das eigentlich ganz gut gehalten, aber es ist halt nur Knete. Und ich muss dringend irgendwie eine bessere Lösung finden, dass das auch hält. Ich kann es schlecht mit Epoxy zumachen, weil eben die Batterie in ihrem Bauch auswechselbar bleiben muss. Aber ich denke, ich habe schon eine Lösung gefunden, die auf Dauer sicherlich funktionieren wird. Die nächste Platzierung, auf die ich mal wieder super stolz bin, und ist natürlich meine Jess. Und wer hätte es gedacht? Sie hat einen 1. Platz in der Klasse Sonstige Pferde gemacht. Und ich bin einfach nur unheimlich stolz darauf, dass sie bis jetzt auf jeder Live-Show, auf der sie war, mindestens eine gute Platzierung geholt hat. Die einzige Live-Show, wo sie tatsächlich nichts geholt hat, oder beziehungsweise wo sie zwar eine kleinere Platzierung geholt hat, aber trotzdem eine Platzierung, das war die Frankenpfeffi United. Und da hat sie halt nur einen 3. geholt, in Anführungszeichen, und jetzt in Bensheim einen 1. Platz. Aber zum Champion war dann die Konkurrenz doch um einiges zu groß. Aber trotzdem reiht sich jetzt auch noch eine Bensheim-Goldmedaille in ihre Sammlung ein. Und ich kann ja mal aufzählen, was sie jetzt alles gemacht hat. Sie hat auf der letzten SBL einen 1. Platz und einen Reserve-Champion gemacht. Dann auf der Frankenpfeffi United einen 3. Dann in München einen 1. und einen Champion. Dann auf der LS Kinzigtal hat sie einen 1. gemacht und einen Reserve-Champion. Und in Bensheim hat sie jetzt hier diese Platzierung. Die nächste Platzierung ging relativ überraschenderweise an meinen Marco. Und zwar hat er in der Gangpferdeklasse einen 2. Platz gemacht. Ich bin wirklich überrascht gewesen, weil die Konkurrenz richtig, richtig heftig war bei ihm. Und an manchen Stellen finde ich, dass seine Farbe besser decken könnte. Aber letzten Endes scheint er wohl doch einen guten Eindruck gemacht zu haben auf die Richter. Und da bin ich wirklich, wirklich froh. Ich finde ihn aber auch total klasse. Ich habe mir echt überlegt, ob ich mir nicht einen Imperador noch hole und den zu einem Marco repainte. Aber ich habe es dann gelassen. Aber den Grund, den werde ich euch später wahrscheinlich erst zeigen können. Weiter geht's mit diesem kleinen Kerlchen hier. Und zwar war natürlich auch wieder Milky Way mit von der Partie, mein kleiner Sternenfriese. Und er hat auch wieder mal eine Platzierung geholt, und zwar einen 3. Platz. Viel gibt's nicht zu sagen dazu. Einige von euch kennen ihn schon und kennen das kleine spezielle Gimmick, das er kann. Der Kleine leuchtet nämlich bei Nacht. Alle Sterne auf seinem Pelz, die ihr hier seht, die sind mit Leuchtfarbe gemacht. Und wenn das Licht ausgeht, dann leuchtet er bei Nacht. Das werde ich euch auch gleich mal einblenden. Ich hoffe, man kann es sehen. Eine weitere Platzierung ging an meinen Pulstjani. Das ist mein Isländer-Resin, das ich gemacht habe. Er hat einen 4. Platz in der Gangpferde-Resin-Klasse gemacht. Und ja, auch ich bin echt zufrieden, weil er ist schon mein kleiner Schatz. Irgendwie, auch wenn er jetzt nicht das anatomisch korrekteste Pferd ist. Aber ja, ich muss vielleicht dazu sagen, dass in der Klasse nur 4 Pferde waren. Hey, Platzierung ist Platzierung. Ich freue mich trotzdem unheimlich und ja, er ist halt mein erstes selbstmodelliertes Pferd, komplett selbstmodelliert, von Drahtgerüst über Epoxy, komplett vom Huf bis zur Mähne selbstmodelliert, und ich bin wirklich, wirklich zufrieden. Ich habe natürlich auch noch ein anderes Modell selbst gemacht, und zwar meinen kleinen Pancake, aber den zeige ich euch später noch in einem anderen Zusammenhang. Noch eine Platzierung, die mich unheimlich überrascht hat, war mein Farah.
Thaura hat nämlich auch relativ überraschend einen ersten Platz gemacht. Ich verstehe ehrlich gesagt immer noch nicht, was die Richter dazu bewegt hat, ihn gegen all die anderen Pferde, die in der Klasse standen, zum ersten zu platzieren. Denn er hat so ein paar Makel, die selbst ich nicht übersehen kann. Und zwar hat er hier überm Auge eine kleine Macke gehabt. Und hier drüben hat er einen schwarzen Krümel und einen kleinen schwarzen Strich. Und hier an seiner Schulter ist er noch grau, weil ich ein bisschen beim Maul übergesprüht habe. Aber ja gut, offenbar kam seine Farbe wohl doch relativ gut an, was ich nicht ganz verstehen kann. Aber ich meine, bei so einer Platzierung, da will ich nicht diskutieren. Das wäre einfach merkwürdig von mir. Ja. Die nächste Platzierung ging an diese beiden Süßen. Wieder mal waren, ich glaube, es waren 5 in der Klasse drin. 5 Resins und Hund und Tier und wie auch immer. Die Klasse war tierische Freunde. Und da starteten meine Lucy und mein Bolt zusammen. Und es sollte halt so aussehen, als ob Lucy Bolt die Quietschemöhre klauen möchte. Und die zwei haben zusammen einen 4. Platz gemacht. Ja, worauf ich wirklich stolz bin, weil Lucy ist auf einem Modell von Mindy Burke gemalt. Und zwar ein Gigi Mold. Das ist ein Resin auch. Ebenso wie Bolt. Der ist auf dem kleine Schlafmütze Modell entstanden von einer Künstlerin, deren Namen ich leider nicht auswendig weiß. Aber ich weiß, dass sie auf Instagram Matzis Girl heißt. Jedenfalls hat sie die kleine Schlafmütze modelliert und sie ist von Mindy Burke modelliert und bemalt von mir. Und die zwei haben zusammen einen 4. Platz in ihrer Klasse belegt. Und natürlich hatte ich auch in der Repaint-Klasse mal wieder 2 Tiere am Start. Und zwar waren das dieses Mal der liebe Siggi und mein alter Trueno. Trueno ist ja sozusagen mein erfolgreichster Hund auf Live-Shows. Weil er halt eben ein Herr-bei-Herr-Tier ist. Das heißt, jeder Streifen, den ihr hier auf seinem Fell seht, ist ein einzelner Pinselstrich. Ich guck mal, ob ich da das irgendwie näher ranzoomen kann. Ja, hier seht ihr, jede einzelne Tigerung ist ein Pinselstrich. Mittlerweile könnte ich das wahrscheinlich auch schon sauberer. Aber für damalige Verhältnisse ist der schon echt gut geworden. Und daher ist er auch tatsächlich zu meinem besten Live-Show-Hund geworden. Die zwei haben zusammen einen 3. Platz belegt. Ich habe sie quasi als beste Freunde durch dick und dünn starten lassen, weil eben der dünne Windhund und das dicke Kaltblut ziemlich gut zusammenpassen. Und offenbar sahen das die Richter auch so. Aber die Konkurrenz war halt einfach mega stark. Daher hat es wahrscheinlich nicht zum ersten Platz gereicht dieses Mal mit meinen Hunden. Tja, das nehme ich als Ansporn fürs nächste Mal. Und die letzte Platzierung an diesem Tag ging an meinen Mystic. Mystic ist entstanden auf dem Django-Modell. Er stammt ja aus einem dieser Mystery-Bags, die es im Moment von Briar gibt, in dem es jedes Mal ein anderes, besonderes Stablemate drin versteckt ist. Und es gibt eben den Django als ein besonderes Modell dort, wenn man Glück hat, zu ersuchen. Und daher habe ich auch abgeleitet, dass er jetzt Mystic heißt. Und er hat in der Klasse Pintos, soweit ich weiß, oder sonstige, ich glaube es war Pintos, hat er einen 3. Platz belegt. Und die Klasse war wirklich, wirklich voll. Und es waren wirklich geniale Pferde drin. Und daher bin ich auch wirklich stolz, dass er dann doch so eine gute Platzierung gemacht hat. Ich habe tatsächlich noch nie so einen Appaloosa vorher gemacht. Und der Kleine ist einfach ein Träumchen. Ich bin echt froh, dass er so geworden ist, wie er eben geworden ist. Und er wird mich sicherlich noch auf die eine oder andere Live-Show begleiten. Ja, das war's aber auch schon von meinen Platzierungen. Mehr habe ich nicht abgeräumt. Ich durfte aber auch nur 30 Pferde mitnehmen. Und davon sind auch ein paar gestartet. Tatsächlich habe ich noch eine Platzierung, aber die zeige ich euch weiter ein bisschen später, weil das Pferd in einem anderen Zusammenhang auch noch gezeigt wird.
So, nun kommen wir zu den Errungenschaften, die ich am Briarfest gemacht habe dieses Jahr. Es war ein sehr erfolgreiches Jahr, ein sehr kuscheliges Jahr, aber ja, auch ein sehr teures Jahr, da ich natürlich auch ein paar Sachen wieder mitgebracht habe. Aber das Ganze hat sich natürlich durch den Repaint-Verkauf dann am Ende wieder ein bisschen kompensiert. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die mich unterstützt haben durch den Kauf eines Repaints, weil dadurch finanziere ich mein Hobby und eben auch den Bau dieses YouTube-Kanals. Also vielen, vielen Dank an alle meine Unterstützer, ihr seid die Besten. Und ich hoffe, ihr habt ganz, ganz lange viel Freude mit den Pferden, die ihr bei mir gekauft habt. Finde ich ganz, ganz toll, dass ihr meine Pferde so schön findet. Und ja, ich hoffe, man sieht, dass auch viel Liebe hinter den Pferden steckt. Das habe ich nämlich tatsächlich eine Zeit lang ein bisschen schleifen lassen und das habe ich selbst auch gemerkt und deshalb habe ich mich jetzt mal wieder hinter den Schreibtisch geklemmt die letzten paar Monate und geübt und ich denke, man sieht es auch so ein bisschen an meinen Pferden. Ich hoffe es zumindest. Und ja, aber jetzt von diesem ernsteren Thema kommen wir natürlich zu den Errungenschaften. Das wären einerseits hier der Nasruddin oder Nasruddin oder wie auch immer. Der ist ja das Briarfest Special vom letzten Jahr gewesen, vom Gateway to India Briarfest. Der war jetzt dieses Jahr das Special-Modell, das jeder Teilnehmer bekommen hat. Ich persönlich finde ihn aber nicht schön. Und von daher würde ich den auch wieder abgeben. Und ich habe ihn auch nicht aus der Box rausgenommen. Das heißt, derjenige, der ihn haben will, der kriegt den neu in der Box, kann ihn auspacken, wie er möchte. Ich persönlich brauche ihn nicht und ich mag das Modell auch nicht sonderlich. Er ist ein Mavari und ich denke, einige von euch mögen Mavaris. Hier sieht man auch noch ein Bild vom echten Nasruddin. Und ja, hinten drauf ist auch noch ein kleiner Infotext zu dem Pferd. Und genau. Aber dazu kommt später noch ein bisschen was. Dann habe ich mir bei Tanja Nagel dieses putzige kleine Kerlchen geholt. Wenn die Kamera scharf stellen würde, dann würdet ihr ihn auch erkennen. Ja, es wird langsam. Langsam, aber sicher. So. Dieser wunderschöne Andalusia-Hengst ist ein Resin-Modell von Kelly Seal und anscheinend gab es den nur im Dreier-Set mit Stute und Fohlen, aber Tanja Nagel hat den quasi ohne Stute und Fohlen verkauft und ich fand den so toll, den musste ich einfach haben. Ich persönlich werde mich wahrscheinlich nicht trauen, ihn zu bemalen, aber mal gucken. Larissa habe ich schon gefragt, ob sie ihn bemalen möchte. Jetzt im Moment wird das wahrscheinlich erstmal nichts, aber irgendwann demnächst vielleicht, wenn sie wieder Aufträge annimmt, dann wird der Kleine zu ihr gehen. Und ich sammle übrigens noch Farbvorschläge. Also wenn jemand von euch eine schöne Farbidee hat für ihn, die jetzt nicht unbedingt Aprikot oder Champagne sein muss, weil ich nicht so auf Champagne-Pferde stehe, dann könnt ihr mir die gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich würde mich sehr freuen. Und dann überlege ich mir auch noch einen Namen für ihn. Ja. Der ist echt wunderschön und der wird auch super fotogen sein. Ich bin echt mal gespannt, was aus diesem süßen kleinen Kerlchen wird. Er ist einfach ein Träumchen. Dann zogen bei mir, wie jedes Jahr, natürlich ein paar neue Collectars ein. Oder Collectars ein. Einmal der Achalterkiner, dann der Mangalaga Machador, auf dem auch mein Marco gemacht wurde. Dann der neue Isländer von Collectar, den ich unheimlich cool finde. Daher habe ich mir ihn auch gleich zweimal geholt, denn Isländer sind toll. Er hat ein unheimlich schönes Gesicht. Ich finde es halt nur schade, dass Collectar die Bemalung immer so versaut. Aber schaut ihn euch an. Ist er nicht ein Träumchen? Ja, daher habe ich ihn mir auch wirklich gleich zweimal geholt. Dann kann ich ihn in ein paar schönen Farben neu bemalen. So, und das letzte Collector, was bei mir eingezogen ist, ist das neue galoppierende Warmblut. Ich finde persönlich den Hals zu kurz bei diesem Pferdchen, aber es gibt ja nichts, was man nicht einfach mit ein bisschen Kasten wieder lösen kann. Die Beine sind eigentlich relativ gut von der Biegsamkeit her, weil bei manchen Collectors ist das ja sehr biegsam und dann geht die Farbe ab. Das Einzige, was mich an diesem Pferd wirklich stört,
ist dieses Hinterbein, das so ein bisschen sehr stockartig aussieht. Also mal gucken, wie und was ich aus ihm mache. Er ist auf jeden Fall wunderschön und ja, er wird auch eine neue Bemalung von mir bekommen. Dann zogen auch wieder ein paar neue Stablemates bei mir ein. Die beiden Araber hier habe ich in der Hoffnung gezogen, einen Alboroso zu erwischen, aber da war nichts zu machen. Ich habe jetzt zwei Araber, mit denen ich nicht weiß, was ich anfangen soll. Die hier wollte ich tatsächlich, denn aus der werde ich sicherlich auch noch was Schönes machen. Das Horn kommt ab, ich stehe nicht auf Einhörner, aber aus der werde ich einen richtig schönen Araber-Pinto machen. Und dann kam noch ein neuer Django zu mir dazu. Hier drüben, der Andalusier steht leider auf der Decke nicht, aber ein neuer Django kam hinzu. Der wird ein Barock-Pinto, ein brauner Barock-Pinto. Genau, und ich finde das Modell einfach echt klasse. Ich habe jetzt schon zwei Stück. Ich habe ja noch einen Friesen, einen Mambo. Genau, ich habe einen Mambo auf diesem Friesenmodell und der hier ist halt echt einfach genial. Das Modell hat so viel Ausdruck und so viel Kraft einfach. Es ist so ein wunderschöner Friese. Ja. Und aus ihm werde ich auch was Hübsches machen. Dann habe ich mir noch so ein Stute-Fohlen-Hengst-Set geholt. Da war einmal dieser Milky Buckskin drin, dieser Andalusia. Oder Buttermilk Buckskin heißt das ja. Genau, das gibt es ja auch als Resin von Briar. Er ist furchtbar bemalt, also wirklich ganz, ganz hundsmiserabel. Aber er wird ja auch eine neue Bemalung bekommen. Und dazu gab es dann auch noch die Stute. Die sieht so ein bisschen aus wie das Modell von Mustang, also beziehungsweise das Logo von Mustang, von der Automarke. Daher wird sie wahrscheinlich auch ein Mustang sein bei mir. Was ich bei ihr ein bisschen schade finde, ist so ein bisschen die Kopfanatomie. Also das Modell an sich sah eigentlich auf Bildern immer besser aus als letzten Endes in Realität. Weil ich finde, das sieht so ein bisschen unproportional aus. Aber es ist auf jeden Fall ein Mustang. Und das passende Fohlen dazu ist ein Cremello. Und daraus werde ich auch noch irgendwas Hübsches zaubern. Die Briar-Fohlen sind ja, also die Stablemate-Fohlen finde ich ja immer so unheimlich putzig. Total klasse. Es mag sein, dass ich ein bisschen verrückt bin und dass ich mich vielleicht ein bisschen schockverliebt habe, aber ich konnte einfach nicht Nein sagen. Oh, ist es nicht wunderschön? Es ist einfach ein Träumchen. Dieses kleine Hopsasa-Pferd ist ein neues Brigitte-Eberl-Modell. Er hat leider noch keinen Namen. Er ist aber ein Hengst. Und sie hatte das Modell ein paar Mal dabei. Der Holzstab, auf dem er gerade steht, ist übrigens nur provisorisch, weil der Glasstab, auf dem er eigentlich stehen sollte, noch nicht da ist. Und ja, er ist auf jeden Fall ein Springpferd, der gerade wahrscheinlich über eine Triepelbarre rüberspringt. So sieht es auf jeden Fall aus von der Springpose her. Und ich habe mich einfach schockverliebt in diesen kleinen Kerl. Er ist einfach so süß. So ein hübsches Pferd. Und ich stehe ja auch auf offene, also auf Pferde mit offenen Turniermähnen. Er ist wenigstens nicht eingeflochten. Er ist so ein Traum. Und höchstwahrscheinlich wird er ein Schwarzbrauner mit Dapples, weil, falls es einige wissen, da ich habe so einen Fimmel für Trakehner mit, also für schwarzbraune Trakehner mit kleinen Abzeichen. Und das ist sozusagen mein Traumpferd. Und deshalb wird er ein Trakehner, ein Schwarzbrauner mit Dapples und kleinen Abzeichen. Und ich hoffe, ich krieg das hin, aber ihr könnt mir ja die Daumen drücken, dass ich die Bemalung nicht versaue auf ihm. Ja, vielleicht stelle ich irgendwann auf einer Live-Show ja mal eine kleine Aachen-Turnierszene mit ihm dar. Wünscht mir Glück bei der Bemalung. Er ist echt ein Schätzchen. Kommen wir nun zu ein paar Gewinnen bei der Tombola. Da habe ich einerseits dieses kleine Löwenbaby hier gewonnen von Schleich. Ich wurde tatsächlich gleich dreimal gezogen in der Tombola. Einmal habe ich ihn hier gewonnen. Süßes kleines Löwenbaby. Und ich wurde ja dann natürlich nochmal gezogen. Da habe ich dann gleich mehrere Sachen abgestaubt gleichzeitig. Und zwar einmal das Buch Shy Boy von Monty Roberts.
Das ist anscheinend eine Fortsetzung von einem ersten Band über einen Mann, der einen Mustang gezähmt hat mit der Join-Up-Methode. Und anscheinend hat er weitergemacht im nächsten Jahr. Das wurde dann in diesem Bildband hier festgehalten. Und dann habe ich noch diese kleinen Briar-Katzen aus diesen kleinen Surprise-Schachteln bekommen. Mal gucken, ob ich die irgendwie bemalen kann. Ich finde sie jetzt nicht super hässlich, aber ja, super süß sind sie jetzt auch nicht, aber ja. Und dann war da noch Tech dabei. Das ist wahrscheinlich Araber-Tech. Mal gucken, das werde ich wahrscheinlich mal meinem Abdul drauf machen. Mal sehen, wie es ihm steht. Und zu guter Letzt das kleine Highlight. Ich habe dieses Repaint gewonnen. Anscheinend wurde es von einer Freundin von Steffi gemacht. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Es steht auch nichts unten drauf, aber das ist ein Repaint auf dem White Bronc Resin von Briar. Und der ist echt einfach ein kleines Träumchen. Ich hab ein bisschen gejubelt, als ich ihn gesehen habe und als ich dann wusste, dass er mir gehört. Weil der ist echt klasse. Mit dem habe ich schon geliebäugelt, als er da auf dem Tisch stand. Und wow, einfach nur wow. Es war so schön. Ja, und dann habe ich mir zu guter Letzt noch dieses Briar hier mitgebracht. Und zwar ist das Integrity. Es ist ja ein Hengst, wird bei mir als ja, Body hinhalten müssen zum Repainten. Ich habe jetzt nicht sonderlich auf eine hübsche Bemalung geachtet bei ihm. Ich habe hauptsächlich darauf geachtet, dass die Gussnähte relativ gut zu entfernen sind bei ihm. Und ja, er wird wahrscheinlich ein Schimmel werden. Ob es ein Alex wird, weiß ich noch nicht, aber er wird auf jeden Fall eine neue Farbe bekommen. So, und ich habe natürlich auch wieder ein paar Fanpakete bekommen, aber die werde ich in einem anderen Video auch machen. Jetzt wollte ich erstmal die Gewinne zeigen. Und ich habe jetzt noch zwei kleine Fanpferde bekommen. Das ist einmal diese Stute hier und einmal dieses Stablemate hier, die beide echt süß sind, wie ich finde. Was sagt denn ihr dazu? Guckt sie euch an, die sind doch echt süß. Einmal auf der alten Libizana-Stute und einmal auf diesem Briar-Modell, auf diesem Dressurpferd oder Western-Pferd. Ich glaube, es ist ein Western-Pferd, das so Western-Pleasure geht. Und genau. Jetzt kommen wir zu den Pferden, die von meinem Verkauf übrig geblieben sind. Es sind drei Stück. Das vierte ist bereits verkauft, beziehungsweise, ja gut, es sind mittlerweile vier, weil Nasrolin ja auch noch zum Verkauf steht. Aber ich werde die jetzt einfach mal nebeneinander stellen und genau. Das wäre natürlich einerseits der Nasrudin hier. Für den würde ich 60 Euro nehmen, denn das Pferd kriegt man, glaube ich, mittlerweile nur noch für 85 oder so. Also fand ich 60 eigentlich sehr angemessen, aber an der Live-Show waren halt alle gut bedient mit diesem Pferd. Und man konnte ihn an jeder Ecke kaufen, weil jeder ihn abgegeben hat. Was noch von meinen Pferden übrig geblieben ist, die ich auf der Live-Show verkaufen wollte, war Linus hier oder Linus. Das ist dieses Horsing Around Resin, daher ist er auch nicht ganz billig. Er würde 40 Euro kosten. Bei Interesse bitte an die E-Mail in der Videobeschreibung schicken. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich reserviere nicht. Aber ja, ich antworte euch so schnell es geht. Einfach auf die E-Mail zurück. Und genau. Wenn ihr sehen wollt, wie der Verkauf steht, dann guckt bitte in die Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr das Video zu einem späteren Zeitpunkt anguckt, kann es sein, dass die Pferde schon weg sind. Also bitte informiert euch in der Videobeschreibung, denn wenn die Pferde alle weg sind, werde ich hundertprozentig die E-Mail rausnehmen. Und ja, das wäre dann wahrscheinlich auch die Erklärung dafür, dass die Pferde nicht mehr erhältlich sind, wenn die E-Mail weg ist. Dann ist die liebe Charisma ein Import aus Amerika. Die wurde bemalt von Conware 12 Studios und hat auch schon ihre Platzierungen. Weil sie halt ein Repaint aus Amerika ist, ist sie nicht ganz so billig und sie ist halt importiert und war schon recht teuer in der Bemalung. Sie kommt mit zwei Platzierungen, einem dritten und einem vierten Platz und würde 60 Euro plus Versand kosten. So, und das letzte Pferd ist natürlich Pancake. Das Pferd habe ich komplett selbst modelliert, ist jetzt ein Resin, ist abgegossen worden. Kommt auch mit zwei Platzierungen von der LS Kinzigtal, zwei fünfte Plätze und würde 95 Euro kosten. Bitte bei Interesse
an die E-Mail in der Videobeschreibung. Nicht über die Kommentare anfragen, da ich da wahrscheinlich nicht drauf antworten werde, weil ich werde in den Kommentaren weder Handynummern noch Kaufanfragen noch meine persönlichen Daten preisgeben. Das klären wir bitte in der E-Mail. Oh, wen ich natürlich auch nicht vergessen darf, das ist ein Nachtrag, das ist der Winnetou. Das ist ein auch ein Modell vom Briarfest 2017, ein Bollywood Surprise Horse. Ihn gibt es 1125 Mal und da er relativ schwierig zu bekommen ist und er auch keine Makel hat, würde ich ihn einfach wieder für 130 Euro abgeben. Preis ein bisschen verhandelbar, aber nicht zu sehr. Also ich möchte ihn jetzt keine 40 Euro runterhandeln mit euch, aber bei Interesse, wie gesagt, schreibt einfach an die E-Mail unten in der Videobeschreibung. Dankeschön! So, und das war's auch schon von mir zum Briarfest. Ich habe wieder mal keine Videos gemacht, weil ich bin am Rotieren jedes Mal. Und ich denke, ihr werdet alle verstehen, wenn ihr gesehen habt, was an meinem Tisch los war, dass ich einfach nicht dazu kam, rumzulaufen und Videoclips zu drehen, weil ich einfach so viel andere Sachen zu tun hatte. Ja, aber es war mal wieder ein sehr erfolgreiches Jahr und ein wunderschönes Jahr. Und ich freue mich auf jeden Fall, euch alle beim nächsten Briarfest wiederzusehen. Bis dahin, haltet die Ohren steif, meine lieben Sammys. Pfötchen! Mein Hund stattet mir gerade einen Besuch ab und ich weiß nicht, ob man es erkennt. Hallo Luis. Ja. Outtake. Hm? Ein Spatz. Ja, das ist wahr, wenn das nicht wahre Liebe ist. Oh, mein Schatzi. Frisch gebadet. Leg dich ruhig her. Na komm, leg dich her. Leg dich. Nee, 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 nicht auf die Decke. Nicht auf die Decke. Die brauche ich noch. Nein, Luis. 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 Du bist ein ganz schön frecher Hund, weißt du das? Ich muss mal kurz meinen Hund hier runterschmeißen. Luis, komm, auf geht's. Raus mit dir. So ist fein. So. Nach diesem kleinen unerwarteten Outtake. So, nach diesem kleinen unerwarteten Outtake mit Luis wollen wir einfach mal kurz das Video fortsetzen.